Der Dow Jones hat heute das erste Mal die Marke von 29.000 Punkten überschritten und Donald Trump sagt, das Beste, das kommt erst noch. Das wollen wir uns mal anschauen, was der gute Sid Donald dazu zu sagen hat. Er sagte, ja, seit ich jetzt Präsident bin in den USA, nämlich seit 2016, hat der Dow Jones 11.000 Punkte in nur 3 Jahren hinzugewonnen und damit haben wir 12,8 Billionen Dollar an Value für die amerikanischen Businesses geschaffen. Naja, an Value ist die Frage. Es ist eher so, dass das Ganze eben ein bisschen aufgeblasen ist. Wir sehen heute neue Allzeithochs bei Apple, bei Facebook, bei Alphabet, bei Microsoft, bei den ganzen Dickfischen. Also, und das trotz der Tatsache, dass wir vielleicht ein kleines Problemchen haben bei den vielen anderen Unternehmen in den USA, nämlich 40% der amerikanischen Firmen, die an der Börse gelistet sind, die verdienen kein Geld, sondern verlieren Geld. Das ist die höchste Quote seit vielen Jahren außerhalb einer Rezession. Bei diesen kleineren Unternehmen, die smallest 80%, da ist die Quote sehr, sehr hoch. Je größer die Unternehmen sind, umso kleiner ist dann die Quote. Also auch hier wieder so ein bisschen das große Fragezeichen zwischen, naja, Euphorie an den Aktienmärkten auf der einen Seite und fundamentalen Dingen auf der anderen Seite. Heute hat ein bekannter CNBC-Moderator gesagt, der sonst eigentlich sehr, sehr bullisch ist, naja, angesichts der hohen Bewertungen mache er sich schon Sorgen angesichts des doch sehr niedrigen Gewinnwachstums. Man wird ja nächste Woche die US-Berichtssaison eröffnen, vorwiegend mit den Banken, dann werden wir vielleicht ein bisschen schlauer sein. Insgesamt ist es so, dass die Akteure an den Märkten überhaupt nicht abgesichert sind. Das heißt, niemand rechnet damit, dass da irgendwas nach unten kommt. Wir haben das niedrigste Put-Call-Ratio seit 8 Jahren. Hier sehen wir, dass wir da nochmal selbst unter den bisherigen Tiefständen sind. Das heißt, man hält es nicht für nötig, sich mit Puts abzusichern, etwa ein Long-Portfolio, ein Aktienportfolio mit Puts abzusichern, damit man da zumindest so einen kleinen Ausgleich hat, wenn die Märkte mal fallen. Das zeigt, dass wir hier in gewisser Weise schon verwundbar sind, auch wenn natürlich die Rekorde purzeln. Und sie purzeln, obwohl wir heute schwache Arbeitsmarktdaten gesehen haben. 145.000 Stellen, weniger als erwartet. Wir haben vor allem eine schwache Stundenlöhne, die sind so schwach gestiegen wie seit Sommer 2018. Nicht mehr. Wir haben auch jetzt insgesamt für das Jahr 2019 die wenigsten Stellen geschaffen in den USA seit dem Jahr 2011, nämlich im Durchschnitt 176.000 pro Monat. Im Jahr 2018 waren es noch 223.000 pro Monat. Das war, wie gesagt, das schwächste Jahr seit dem Jahr 2011. Sieht man hier auch in der Grafik. Es war jetzt kein deutlicher Ausreißer nach unten, aber man sieht, es ist eben nicht so, dass, wie Donald Trump behauptet, greatest economy in den USA ever, zumindest was den Arbeitsmarkt betrifft, ist das nicht der Fall, auch wenn die Arbeitslosenquote nach wie vor sehr niedrig ist mit 3,5%, aber man darf ja auch nicht vergessen, 96 Millionen Amerikaner, also fast ein Drittel aller amerikanischen Staatsbürger, die sind gar nicht in der sogenannten Labor Force, die werden also überhaupt nicht berücksichtigt in Sachen Arbeitsmarktdaten. Das ist natürlich dann vielleicht eine Statistik, die da eine andere Sprache spricht. Was haben wir noch? Wir haben neue Sanktionen gegen den Iran. Das hat Mnuchin und Pompeo haben das heute verkündet. Man hat sich also richtig lieb. Wir sehen, dass natürlich diese Aufblasung an den Märkten vorwiegend durch die Fed kommt. Wir haben jetzt die Situation, dass wir über die letzten oder seit den letzten 12 Monaten den größten Increase in Liquidity haben durch die Fed, also die größte Liquiditätszunahme ever. Das ist also ein neuer Rekord. Hier sieht man das. Und interessant ist die Aussage von Jerome Powell aus dem Jahr 2014. Damals war er noch nicht Fed-Chef, wo er gesagt hat, naja, ich fürchte, dass wenn wir zu sehr unsere Bilanz ausweiten, dass das Ganze dann eine Art exzessives Risk-Taking nach sich zieht, dass die Leute also Risiken eingehen, die immer exzessiver werden, dass keiner mehr irgendwie sich Sorgen macht. Alle sagen, kann doch nichts schief gehen. Und da müssen wir irgendwie die Kurve kriegen, dass wir
den Märkten da mal auf die Finger klopfen. Wie gesagt, das war im Jahr 2014, aber vielleicht kommt das bald mal, das auf den Finger klopfen, denn jetzt hat Robert Kaplan, der aktuelle Dallas Fed-Chef, gesagt, dass man sich durchaus bewusst sei, dass die Ausweitung der Fed-Bilanzsumme auf die Bewertungen von Assets sich niederschlägt. Und man solle darauf achten, dass man da nicht noch weiteres Öl ins Feuer gießt, also dass die Assetpreise noch weiter steigen, denn sonst hat man hinterher ein Problem mit eben exzessivem Risiko, dass sozusagen da eine Euphorie ist, eine ja fast irrationaler Überschwang, wie damals Greenspan formuliert hat, und dann hat man ein Riesenproblem, wenn man das wieder runterdimmen will, das ist dann schwer möglich. Schauen wir uns mal die Dinge in den Charts an, wie sie sich darstellen. Hier sehen wir den Dow Jones über der 29.000er Marke, die Charts von Capital.com. Wir sind jetzt aktuell wieder knapp oder an der 28.900er Marke. Es ging da doch ein bisschen nach unten beim Dow Jones. Das gleiche gilt auch für den Tech-Bereich der Nasdaq 100. Ähnliches Bild. Ein bisschen ist da etwas nach unten gekommen, und zwar sehr kurz nachdem Donald Trump diesen Tweet abgesetzt hat. By the way, wir sind beim Dow Jones bei 3.275. Wir haben den deutschen Leitindex, der es nicht geschafft hat, heute ein neues Allzeithoch zu machen. So im Bereich 13.530, 40. Da war Schluss dann. Jetzt sind wir knapp unter der 13.500er Marke. Wir sehen Euro-Dollar aktuell bei 1,1120, kann sich hier ein bisschen stabilisieren, nachdem man unter die 1,11er Marke getaucht war. Wir sehen Gold, das ansteigen konnte mit den doch eher schwachen US-Arbeitsmarktdaten, vor allem aus dem Bereich Manufacturing, sind 12.000 Stellen weggeflogen. Das ist der schlechteste Wert seit dem Jahr 2016. Und wir haben den Crude Oil Preis, der weiter jetzt auf Talfahrt sich befindet, unter der 60er Marke. Nachdem ja hier die Beruhigung in Sachen Iran der Fall ist, mal sehen, wie lange die Märkte da beruhigt sein werden. Da kommt noch was, habe ich so im Urin. Also, das soll es gewesen sein, der Dow Jones 29 Punkte. Aber das Beste, das hat uns doch Donald Trump versprochen, das kommt ja noch. Ich hoffe, dass das Beste Ihr Wochenende jetzt sein wird und dass wir uns dann am Montag in alter Frische sehen. Servus und ciao.